So, hallo und herzlich willkommen bei mir in der Budget Lounge. Ich schulde euch noch eine kleine Etsy-Eskalation. Ich habe noch mal, also schon im letzten Monat, habe ich bei der Minimi im Minimi-Laden bestellt und bei der Andrea Gomoll bei spaßamsparenshop.de. Und ich habe ja schon was aufgenommen davon, und zwar habe ich mir das Deckblatt hier gekauft. Bei der Andrea, wobei, jetzt, Moment, jetzt fangen wir, nein, nein, nein. Ich fange erst bei der Minimi an, weil das liegt jetzt oben auf. Ich habe mir bei der Minimi noch das Flora Flamingo, als es wieder da war, habe ich mir das noch bestellt. Aber da es jetzt in den Herbst reingeht, mache ich jetzt erst meine Herbstspiele. Und das mache ich dann, wenn ich die Herbst- und die Winterspiele beendet habe, werde ich dann das anfangen. Aber ich fand es so schön und fröhlich. Und wer weiß, vielleicht gibt es das nächstes Jahr nicht mehr und möchte das gerne schon machen. Deswegen habe ich mir das bestellt. Und ich glaube, das mache ich innen rein. So. Genau. Da waren auch was, also da waren noch Sticker dabei. Und die Minimi, die findet man auf YouTube, Instagram als Mrs. Minimi. Und ihr Etsy-Shop heißt Minimi Laden. Genau. So, dann habe ich mir noch mitbestellt das Be My Love. Das sind 100 Euro. Das ist mit Rubbelstickern und kommt mit einem Budget-Tracker. Ich meine, dass sie das schon ziemlich lang hat, aber ich habe das noch nicht von ihr. Also, ich habe es noch nie gemacht. Deswegen habe ich gedacht, komm, das ist so süß. Ja, für meinen rosanen Bein. Nur wenn ich da mal was brauche, dann werde ich das benutzen. Aber wahrscheinlich erst im Frühling wahrscheinlich. Und für den Winter habe ich mir auch eine Challenge ausgesucht, die ich dann praktisch im Dezember machen möchte. Da ist die Spaßsumme verdeckt. Und das ist die Lebkuchenfrau Leni. Das gibt es noch als Lebkuchenmann. Ich habe jetzt aber die Lebkuchenfrau genommen. Ja, so ganz süße kleine Rubbelsticker sind das. Und zwar sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, habe ich mir gedacht, kommt, das ist doch schön für den Winter. Dezember, Januar, so. Da werde ich das dann machen. Und gesagt, das kommt dann mit einem Tracker zum Einheften. Und da war noch ein Tracker so dabei. Gut, dann kann ich das dann abheften. Und dann habe ich bei der Andrea bestellt von spaßamsparenshop.de. Sie ist zwar auch bei Etsy, aber da kann man an sich nur Online-Downloads machen. Aber ich lese es jetzt einfach mal vor. Das kam so. Vielen Dank für deine Bestellung, liebe Sabrina. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit deinen bestellten Artikeln. Über eine positive Bewertung freue ich mich sehr. Auf Instagram, TikTok, YouTube verlose ich einmal im Monat ein Überraschungspaket unter all denjenigen, die auf Social Media meine Produkte vorstellen, zeigen oder die Spiele und Challenges nutzen. Tagge mich hierzu gern @spaßamsparen für deine Gewinnchance. Solltest du Fragen haben, sollte es Probleme mit deiner Bestellung geben oder ähnliches, dann melde dich gern bei mir. Und ich freue mich, dir zu helfen. Alles Liebe, deine Andrea. Spaß am Sparen. Ich finde ja ihre Designs einfach mega schön. Das hat immer so, wie es ein bisschen wie so ein Leuchten. Und da ist immer so viel los. Also richtig, richtig toll. Es war auf jeden Fall eine Büroklammer dabei. Und das ist die Lavendelzeit. Also richtig hübsch. Und eine Mini-Challenge. Ach, wie süß. Sparen. Mini-Dankeschön-Challenge. Ach, wie putzig. Und ein richtig schönes Rot-Orange. Ganz toll. Ja. Würfel in die Herbstgrenze. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die mache ich auf jeden Fall auch mal. Auf jeden Fall. Dankeschön. Ohne lose Flatrate. Ah ja, genau, das hat sie ja gesagt. Also da kann man dann einfach mit einem QR-Code-Scanner das scannen und dann bekommt man drei Zahlen angezeigt. Und ich kann es jetzt allerdings nicht machen, weil ich habe mit dem Handy Filme. Deswegen kann ich das jetzt nicht ausprobieren. Aber wenn ich das benutzen wollen würde, dann könnte ich das ja mit dem Handy von meiner Tochter, mit meinem Mann, seinem Handy. Das wäre ja kein Ding. Ja. Und ich weiß auch, dass sie gesagt hat, dass die Lose, die da dahinter stehen, wird sie alle 4 Wochen oder so einfach hin und wieder mal austauschen, sodass man, wenn man das benutzt, an sich jedes Mal praktisch was anderes
angezeigt bekommt. Finde ich richtig super Idee. Ich weiß gar nicht, ob man sowas umsetzen könnte. Richtig klasse. Wie die guckt. Genial. Ah, was steht da? Du möchtest dein Lieblingsspiel, deine Lieblingschallenge gerne noch weiterspielen. Dir sind aber die Lose ausgegangen. Oder du hast dir eine Challenge selbst ausgedruckt und jetzt fehlen dir natürlich die Lose. Keine Lose, kein Problem. Hier sind 24 digitale Lose für dich. Scanne einfach den QR-Code mit deinem Smartphone und bekommst deine Losnummer angezeigt. Die Losnummern ändern sich in regelmäßigen Abständen, sodass ihr die Karte fortlaufend nutzen könnt. Richtig cool. Und ein Sparhörnchen. Ach Gott, ist das süß. Oh, ein Sparhörnchen. Okay, danke. Die gab es auf jeden Fall auch kostenlos dazu, weil die habe ich nicht bestellt. Dann habe ich mir das Spiel Steine der Druiden bestellt. Ja, ich fand das irgendwie richtig schön. Der hat mich irgendwie an. Hat aber nichts damit zu tun, irgendwie. Auch mit dem. Entweder Gandalf oder Dumbledore. Erinnert, ich weiß auch nicht. Hat natürlich nichts damit zu tun. So. Und auch die Farben finde ich ganz, ganz toll. Einfach richtig schön. Ich mag es, wenn das so aquarellig ist, irgendwie so. Steine der Druiden. Also da kann man praktisch dann würfeln. Und dann muss man das wahrscheinlich sammeln. Und wenn man alles hat, kann man wahrscheinlich das Feld aufrubbeln. Mach dich auf den Weg zum magischen Steinkreis, um die Geheimnisse der alten Druiden zu lüften, welche seit langer, langer Zeit in den sagenumwobenen Steinen verborgen liegen. Auf diesen Feldern kannst du einmal das jeweilige Symbol auf der Rubbelkarte markieren und parallel die entsprechende Summe sparen. Aha. Also auf den Steinen. Das, das. Und wenn man da drauf kommt, dann muss man das machen. Ah ja, super. Ah, da freue ich mich schon drauf, wenn ich das dann mal spielen kann. Dann habe ich mir das Take a Bite bestellt. Genau. Das wird dann im Oktober auf jeden Fall einziehen. Das finde ich richtig cool. 60 Euro Take a Bite. Finde alle vergifteten Äpfel. Ja, das werde ich auf jeden Fall dann im Oktober spielen. Und dann habe ich mir noch einen Sparcheck bestellt in der Mermaid-Version, weil ich das einfach richtig, also die Mermaid Edition, weil ich das halt richtig, richtig süß fand. Und ich ja jetzt genug Sachen für den Herbst, Winter habe und da auch nicht ganz so viel Geld dafür. Habe ich mir gedacht, oh ja, das machen wir dann nächstes Jahr, weil ich das wahrscheinlich so im Frühling, Sommer dann wieder mit aufnehmen. Und da muss man ja maximal, darf man fünfmal würfeln, man darf sich den Würfel selber raussuchen, aber halt maximal 21 erreichen und dann die Differenz zu 21, wenn was man drunter hat, das muss man praktisch sparen. Und wenn man die 21 überschreitet, muss man 21 Euro sparen. Was hat sie denn hingeschrieben? Die Regeln sind inspiriert von Blackjack. Du kannst bis zu fünfmal pro Spielreihe mit einem Würfel deiner Wahl würfeln. Die einzelnen Würfel werden addiert. Versuche in Summe so nah wie möglich an 21 heranzukommen, aber Achtung, überschreite die 21 auf keinen Fall. Du kannst jederzeit aufhören, nach zwei Würfen, drei Würfen etc. Wenn du meinst, nah genug an der 21 dran zu sein, dann sparst du die Differenz deiner gewürfelten Augenzahl zu 21. Solltest du zu hoch gepokert haben und mit einem Wurf über die 21 kommen, so musst du die kompletten 21 Euro sparen. Also entscheide weise. Und ich fand halt dieses Design so schön, dass ich mich für die Sommerversion entschieden habe. Und dann kommt. Ah, herrlich. Okay. Ich habe mir den Spooky Candy Shop bestellt, weil ich den mega finde. Ich bin zwar eigentlich nicht so die Pink-Frau oder Rosa, aber das ist mega. Das erinnert mich so irgendwie an diese spanische oder das lateinamerikanisch. Oh, fällt mir gerade der Name nicht ein. Der Tag der Toten da. Die haben dann auch immer so ein bisschen. Ja, da hat mich das irgendwie dran erinnert und ich finde es richtig cool. Und das Spiel ist. Kommt zusammen. Also man benutzt es dann mit einem Kreisel, den zeige ich euch gleich. Und da macht man das drauf. Und da ist dann ein Deckblatt dabei. Und das Design ist einfach mega geil. Mit Tracker.
Ich meine, das ist auch das Deckblatt. Ich glaube, das braucht man sonst für nichts. Dann finde alle Kürbisse, streiche diese ab und spare die von dir festgelegte Summe. Also kann man hier oben sagen, was ein Kürbis wert ist. Und dann, wenn man halt hier auf den entsprechendes Feld kommt beim Spiel, dann kann man das halt machen. Hinten drauf ist noch eine Rubbel-Challenge mit einer süßen kleinen Katze. Candy, Kitty, Rubbel, rubbeln und Lose ziehen. Ah ja, dann kann man hier praktisch die Lose eintragen und halt rubbeln. Sind hier noch die Sweet Words. Das sind diese Wörter praktisch versteckt. Sowas liebe ich ja. Sowas liebe ich. Hatte ich glaube bis jetzt auch noch nie groß, außer mal von der Vanessa. Sugar Skull. Male aus und spare pro Schädel. Das werden wir dann auch machen. Und dazu gehört noch das Candy Spider, Würfel in die Spinnnetze und Rubbel am Ende das Feld frei. Ich meine, das ist ja ganz klar, dass wir das natürlich nicht ganz im Oktober schaffen werden. Aber ich spiele es dann einfach so lange, bis ich das dann geschafft habe. Candy Bar. Streiche ab und spare die Summe. So. Das ist der Hammer, oder? Und dann zeige ich dir mal noch. Jetzt habe ich es vom Boden geschmissen, wie immer. Zeige ich dir mal noch. Also ich bin bei ihr richtig ausgerastet, wie das geht mit dem Kreisel. Tue ich das mal kurz auf die Seite. Das hier gehört, das sind die vier Lose. Und da ist die Spielfigur so eine kleine Fledermaus. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und das hier ist der Kreisel, den habe ich, glaube ich, meine ich in die Tüte. Oder was ist jetzt in der Tüte? Ich weiß nicht, nur, dass es nicht verloren geht. Also da muss man. Also man kann das einfach draufstecken. Die hat sie übrigens selbst ausgedruckt. Und stopft das da rein. Ich bin ja doof. So natürlich. Dann kann man das drauf machen. Habe ich es jetzt falsch gemacht? Moment. Vorführeffekt. Und dann kann man halt kreiseln. Mega, oder? Ja. Und so kann man praktisch den würfeln. Und den finde ich richtig, richtig klasse. Den lasse ich jetzt auch gleich mal hier. Ich mag irgendwie das Geräusch. Lasse ich jetzt auch mal hier. Achso, und dann habe ich mir noch bestellt Magie der Elemente. Und das ist auch richtig schön. Das ist richtig, richtig umfangreich. Also noch umfangreicher, finde ich, wie das andere. Da gehören auch Lose dazu, meine ich. Und da gibt es dann halt Magie der Elemente des Wasser. Sieht eben so aus. Das Design finde ich auch mega schön. Ja, da ist ein Tombola-Lose. Hinten der Tracker. Dann die Erde. Das Feuer. Ich höre gerade, dass meine Mutter mit meiner Tochter zurückkommt. Deswegen muss ich mich jetzt leider ein bisschen beeilen. Die Luft. Und Magie der Elemente der Geist. Aber es reicht auch, wenn ihr das kurz seht. Das hätte auch nicht so gespoilert. Und dann habe ich mir noch die Budget-Witch, also das Deckblatt bestellt. Das Hokuspokus-Spiel, das haben wir ja schon einmal gemacht. Und noch das Blätter sammeln. So, das war's. Bis dann. Tschüss.